Liebste Alexander, heute Morgen durfte ich wieder einmal spüren, dass Worte oft nicht ausreichen, um die tiefe Liebe zu dir auszudrücken. Oft habe ich das Gefühl, dass selbst das Wort Liebe zu wenig ist. Mein großer Schatz, gerade in den Vorbereitungen darf ich nochmal realisieren, was gerade passiert und heute noch passieren wird. Wir sagen vor den Menschen, die uns am liebsten und am nächsten sind, ja zueinander. Ja zu dir, zu dem wundervollen Mann, der du bist. Ja zu dem gemeinsamen Leben mit dir, jetzt und für immer. Ist das Herz voll Liebe, bleibt kein Raum mehr für Angst, Zweifel und Unentschlossenheit. Von Anfang an war diese unglaublich tiefe Verbindung zwischen euch, die ihr beide sofort gespürt habt. Ich bin so unendlich erfüllt mit Freude und Dankbarkeit für alles, was wir in unserer gemeinsamen Zeit vor und nach dem heutigen Jahr erleben. Meine liebe Alexander, das war wieder einer dieser Momente, wie auch heute Morgen, wo ich einfach spüren darf, dass Worte oft gar nicht notwendig sind. Wo es einfach nur ausreicht, dass wir im Herzen verbunden sind, beieinander sind und die Liebe füreinander spüren. Als ich gerade dein Herzschlagen gespürt habe auf meiner Hand, da habe ich gespürt, wie sie als eins schlagen. Ich liebe dich jetzt und für immer. Und deshalb finden wir es ganz großartig, dass ihr heute Ja zueinander sagt. Weil wir unsere Xandi noch nie glücklicher gesehen haben, weil ihr Liebe und Ruhe ineinander findet und weil eure Herzen Ja zueinander sagen und wir das alle sehen können. Die beiden sind die beiden, die ich kenne, wo das meiste Gefühl an Glück, an das meiste Gefühl an Liebe und das meiste Gefühl an Stimmigkeit und an Fülle einfach da ist. Das heißt, die Liebe verändert die Liebenden selbst und hat dadurch auch Auswirkungen auf den gemeinsamen Weg eines Paares. Ich liebe dich so sehr, mein großer Schatz. Danke, dass du mein Leben bist. Danke für unsere tiefe Liebe und Liebe.